Ich heiße Sie alle herzlich willkommen am heutigen Abend zu unserer Retrospektive des Werks von Marco Ferreri. Vorab möchten wir uns dafür entschuldigen, dass wir heute etwas verspätet mit der Vorstellung anfangen und entsprechend auch noch der Hinweis darauf, dass der nächste Film dann entsprechend etwas später beginnen wird. Das ist heute der zweite Film von Marco Ferreri, La Perugina, der zu sehen sein wird. Der erste Film von Marco Ferreri, der in Italien entstanden ist. Und in den folgenden zwei Tagen, also das ganze Wochenende, haben Sie hier im Kino noch die Möglichkeit, 8 weitere Filme von Ferreri zu sehen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch an den anderen Terminen dabei sein werden. Und heute haben wir einen absoluten Ehrengast, Marina Vladi, hier im Kino. Und nach dem Film wird es ein Gespräch geben, welches ungefähr eine Stunde dauern wird. Und bei diesem Gespräch wird es auch die Möglichkeit geben, nach dem Film eben auch die Fragen zu stellen. Und das Gespräch wird auf Französisch und Russisch wahrscheinlich stattfinden. Aber es gibt auch die Möglichkeit, Fragen auf Italienisch und auf Englisch, wie wir gerade erfahren haben, zu stellen. Und das Ganze wird dann nochmal von uns auf Deutsch übersetzt. Ja, vielen Dank, Svetlana. Und ich möchte auch noch einen herzlichen Dank sagen an Pramila Cinciana, die Vorführerin des heutigen Abends, und Leonardo Costadora, der die 35mm Filmkopie aus der Cineteca Nazionale in Rom live untertiteln wird. Und ja, ich freue mich sehr und bin überglücklich, dass wir hier heute Abend in Frankfurt begrüßen können. Bitte begrüßen Sie mit mir Marina Vladi. Merci. Oui, alors je suis très très heureuse et très émue de venir voir ce film avec vous parce que c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un homme que j'aimais beaucoup, Marco Ferreri. Et je garde un souvenir plus que comme actrice. C'est un très beau rôle, c'est un rôle pour lequel j'ai reçu un prix à Cannes. C'est quelque chose de très important dans ma carrière. Mais plus que l'actrice, c'est l'ami qui est venu ce soir présenter ce film parce que j'aimais beaucoup Marco. Voilà. Ich bin sehr glücklich und gerührt, heute Abend hier zu sein, denn es ist ein Film, La Perugina, den ich sehr liebe und von einem Regisseur gedreht, Marco Ferreri, den ich auch sehr liebe, der ein Freund war, und der Film ist für mich persönlich wichtig für meine Karriere, weil er eben nicht nur den Darstellerpreis in Cannes eingebracht hat, sondern auch etwas Neues eröffnet hat und ein sehr wichtiger Film und ja eben vor allem die Tatsache, dass Marco Ferreri ein Freund war. Voilà, je pense que après le film que vous allez voir, on pourra échanger quelques mots, si vous voulez. Voilà, ben bon film alors. Ja, genau, jetzt würden wir gerne sprechen. Encore une fois, un grand merci à Marina Vladi d'être venue. Et nous sommes très heureux de pouvoir parler un peu avec vous après ce film. J'ai été ravie de revoir le film. C'est un film que j'aime particulièrement parce que, d'abord, je l'ai déjà dit, c'est une grande rencontre avec Marco Ferreri. Et puis en plus, je trouve que c'est un film qui est tellement riche. C'est pas simplement une comédie qui fait grincer un petit peu des dents. C'est plus que ça. C'est vraiment une critique de cette société italienne, catholique. Enfin, c'est un film très intéressant, vraiment. Enfin, je crois qu'il a été d'ailleurs très apprécié par le public. Je ne sais pas si ça vous a plu ce soir. Oui, j'imagine. Enfin, j'ai entendu beaucoup de rire, ce qui est bien, parce qu'il faut aussi en rire. Ja, also ich liebe diesen Film sehr, eben auch wegen Marco Ferreri, aber auch weil ich finde, dass der Film unglaublich reich ist und eben nicht nur eine Komödie, die ein Lachen macht, und sondern auch ein sehr kritischer Film, der das italienische katholische Milieu auseinandernimmt und beleuchtet. Und Sie
ich freue mich auch, dass so viel gelacht wurde, denn das ist auch wichtig, das ist ein Film, der auch gemacht ist, damit man lacht. Je pense en plus que c'est assez actuel, cette prise de pouvoir d'une femme par rapport à son maître, puisque à l'époque, c'était encore l'époque où les femmes, en France en tout cas, ne pouvaient pas avoir un compte en banque, par exemple, sans la signature du mari. On est en 62 hein, quand on tourne le film. Ja, und es ist auch ein sehr aktueller Film, eben im Hinblick auf sozusagen die Übernahme der Frauen, der Machtposition, denn es war eine Zeit, also 63, als der Film rauskam, war es eine Zeit, in der in Frankreich zum Beispiel eine Frau nicht alleine ein Bankkonto führen durfte. Sie musste immer das mit der Unterschrift ihres Ehemannes machen. En plus, cela dit, Marco Ferreri, je pense, une attitude vis-à-vis des femmes qui est très équivoque, parce qu'il aimait beaucoup les femmes, bien sûr. Mais il en avait peur aussi, car dans tous ces films, les femmes sont quand même des prédatrices, d'une certaine façon, surtout dans celui-là d'ailleurs. Je crois que c'est son premier film italien. Il avait fait deux films avant en Espagne, deux ou trois. Enfin lui, tu sais mieux que moi, je ne suis pas une... C'est toi, la spécialiste. Non, donc c'est son premier film italien et c'est un film qui est très osé pour l'époque. C'est très provocant hein, par rapport à l'Italie de l'époque. Enfin, c'est pour ça que c'est aussi intéressant à voir et à regarder en ce moment. Ja, und es ist auch ein Film, den ich sehr schätze, wegen der Einstellung von Marco Ferreri, also wegen der Einstellung auch zu den Frauen, zur Frau. Ich glaube, dass er gespaltenes Verhältnis zu Frauen hat. Also einerseits liebt er natürlich Frauen, sieht auch, wie er Frauen inszeniert, aber er hat auch zugleich Angst vor den Frauen und inszeniert sie auch als sozusagen Verführerin oder als jemand, der die Männer vernichtet. Und vor allem in diesem Film, das war sein erster italienischer Film, nach drei Filmen vorher in Spanien und ein für die Zeit sehr gewagter Film. Und ein sehr provokanter Film, der dann eben den Katholizismus in Italien sehr aufs Korn nimmt. Je voudrais aussi dire à quel point j'étais heureuse de tourner avec Ugo Tognazzi, qui est un acteur très rare. C'est un acteur comique, hein. C'était un grand comique italien, mais il a un fond très émouvant, très, très humain. Il a une grande qualité émotionnel à la fin du film, on est ému par rapport à ce qu'il devient, quoi, cette espèce de personnage qui se dégrade de plus en plus. Et je trouve qu'il a joué ça d'une façon très, très délicate et en même temps pas du tout comme un comique italien. C'est-à-dire qu'il a apporté beaucoup d'humanité dans ce rôle. J'ai eu la chance de tourner encore une fois avec lui et on était très copains, vraiment. Parce que je dois dire que pour tourner... Vous savez, à l'époque, c'était quand même assez osé comme film. Bon, il n'y a pas quelque chose d'extravagant, de nudité, tout ça. Mais c'était quand même dans l'intimité des corps, c'était assez nouveau. Donc, il fallait avoir une grande confiance dans l'acteur pour y aller, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire faire ces scènes qui sont des scènes de jeux amoureux, en fait, de découverte du corps. C'est ce que je parlais d'un film qu'on m'a proposé il y a quelques jours, un très beau scénario russe. Malheureusement, c'est écrit pour une femme de 65 ans et que j'en ai 80, donc j'ai pas pu l'accepter parce que, justement, c'est un film sur la découverte par une femme âgée, mûre, du plaisir de la chair. Donc c'est un très beau scénario. Mais j'ai refusé le rôle parce que je n'ai plus l'âge de faire ce genre de scène. Voilà. Cela dit, j'en ai fait beaucoup dans ma carrière déjà. Ja, es ist ein Film, der mir sehr teuer ist, auch wegen Ugo Tognazzi, dem großen italienischen Schauspieler, mit dem ich auch sehr befreundet war. Ein Komiker, also ein sozusagen Schauspieler, der komische Rollen gespielt hat, aber eben nicht nur das, sondern der auch eine große, sozusagen, sensible Qualität hatte, der ein sehr menschlicher Schauspieler, sozusagen. Es ist, er spielt hier eine Figur, die im Laufe des Films sozusagen immer mehr an Kraft verliert und die degradiert wird, aber trotzdem dieses Finale spielt er mit einer großen Zartheit, also sehr delikat und einer großen Menschlichkeit und es war auch wichtig, dass ich mit Ugo Tognazzi in sehr
vertrauten Verhältnissen stand, denn es ist ein Film, der eben diese, wir haben es gesehen, der diese ja, intimen Szenen hat, und um solche Szenen zu drehen, muss man ja, muss man dem anderen vertrauen können, und das war eben mit Ugo Tognazzi möglich. Und apropos solcher gewagten Szenen, ich habe kürzlich ein Drehbuch bekommen von einer jungen russischen Filmemacherin, die ein Drehbuch geschrieben hat über die Liebe zwischen zwei älteren, alten Menschen, in dem ich eine 80-Jährige spielen sollte, die sozusagen ihre Sexualität entdeckt, erst in diesem Alter, aber mit einem älteren Mann eben etwas anfängt. Und es ist ein sehr schönes Drehbuch, aber ein Drehbuch, das ich jetzt nicht mehr in der Form spielen kann, wie ich es noch früher hätte können. Aber ja, aber zu meiner Zeit, in dieser Zeit, hatte ich sehr viele Szenen, in der ich solche Intimität gespielt habe. Может быть, перейдем на русский язык? На русский язык, да, чтобы я тоже могла. О, после мы parlare italiano, anche se volete. Prima russo, dopo italiano. Могли бы нам рассказать, как вы познакомились с Ферреро и как вы попали вообще к этой роли? Ja, also die Frage ist, wie haben Sie Ferreira kennengelernt und wie kamen Sie zu dieser Rolle? Ну, вы знаете, я смотрела его фильмы. То, что вы показывали, я думаю, сегодня. El Cochecito, El Pizito. Я имела, ну, шанс смотреть эти фильмы в Испании до итальянцев и до французов. Так что так произошло, что я знакома была с ним, с его искусством. И когда мне предложили, мой агент мне сказал, вы знаете, Феррери, это режиссер из Испании, он итальянец, но он живет в Испании. Ну вот, он хотел бы с вами встретиться, чтобы вам предложить. Это его первый фильм в Италии. И я сказала, кто он? Марко Феррери, это тот Эль Кочесито, Эль Пизито. И она говорит, да, но вы знаете его. Я говорю, да, я видела эти фильмы. Это замечательный режиссер. Это такой, ну... Ah, comment est-ce qu'on peut dire provocateur. Провокатор, как по-русски, провокатор, что, конечно, да-да-да, я прочитала сценарий, и, конечно, я влюбилась в роль, потому что это прелестная роль. Сценарий замечательный. Так что я знакома была с ним до этого. И мы остались друзьями всю жизнь, до конца его жизни. Alors, это ты? Nun übersetze ich. ich kannte die Filme von Marco Ferreri noch, bevor ich für diesen Film angefragt wurde. Und zwar habe ich damals in Spanien die Filme gesehen, die zwei Filme, El Pisto, El Cochecito. Und bevor diese Filme überhaupt in Italien und Frankreich gezeigt wurden und in diesen beiden Ländern bekannt waren. Und mir wurde das Drehbuch vorgeschlagen. Und daraufhin hatte ich gefragt, ach, das ist dieser Regisseur, von dem ich in Spanien die Filme gesehen habe. Und da ich die Filme so provokativ und so fabelhaft fand, habe ich direkt zugesagt. Und wir sind mit Marco Ferreri auch ein Leben lang befreundet geblieben. Vous disiez toujours que cette rôle, oder, c'est pas russe, pas français. Vous avez toujours dit que en anglais, давайте по-русски. Вы всегда говорили, что это Вы всегда говорили, что роль в этом фильме, в «Апериджино», совместно с ролью фильма Жан-Люк Годара, две или три вещи, которые я знаю о ней, и роли в фильме «Фальстаф» Орсон Уэллса, что эти три фильма, так сказать, для вас самые дорогие, самые любимые роли. И я бы хотел узнать, что именно было, так сказать, само особое в работе с Марко Феррери, и тоже, так сказать, в ваших воспоминаниях его назвали как некого, так сказать, что вы, так сказать, в него влюбились, вы с ним сбратились, как с людьми, как люди влюбляются, то есть что это такое? Нет, да, ну это правда. Извините, я быстренько переведу. Ich werde nur kurz übersetzen. Also sagen, Marina Vladi hat diesen Film immer als ihre Lieblingsrolle bezeichnet, zusammen mit der Rolle in zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiß, von Jean-Luc Godard und Falstaff von Orson Welles. Also ihre drei Lieblingsrollen, drei Lieblingsfilme. Und die Frage ist, was das Besondere an dieser Zusammenarbeit mit Ferreri war. Und sie hat Ferreri in ihren Erinnerungen
auch einmal bezeichnet, als dass sie sich mit ihm verbrüdert hätte, wie man in jemanden sich verliebt. По-настоящему я с ним, да, это братство настоящее. У нас была большая комплисите, я не знаю, как по-русски. А? Нет, комплисите — это, ну, как два, которые делают глупости вместе, два. Да, мыши. Комплиценшафт, да. Вот-вот. Ну, а, конечно, все мне спрашивают, какие ваши любимые фильмы. Я снималась примерно 80 картин кино и несколько, 40 телевизионных кино, и играла в театре. Театр мой самый лучший и любимый, любимая работа — это театр, конечно, это живой спектакль. Но эти три фильма, конечно, эти три режиссеры самые такие интересные, может быть. Хотя у меня масса других людей, вы знаете, их, вы видели многие мои фильмы. Вы знаете, что там есть очень много замечательных молодых режиссеров и женщин-режиссеры и так далее. Но с ними я имела, конечно, очень уникальные, это уникальные встречи, потому что Орсон Уэллс меня пробовал, мне было 13 лет. Я снималась уже в Италии как молодая актриса, естественно, в 13 лет. Но он меня пробовал, и он меня ангажировал. Взял на роль, главную роль. В 13 лет. Но, к сожалению, фильм не получился, потому что денег не нашли. И, в общем, спатеньки хочешь, да? И, в общем, я не снимала с ним тогда. Но он вспомнил меня, когда мне было уже 25, я думаю, 26 лет. Я не помню уже. В общем, я была уже женщина, у меня дети уже были. И я с ним снималась, конечно, в гениальном фильме «Фальстаф», который его любимый фильм, между прочим. Он мне это сказал 2 недели до смерти. Так что это чистая правда, это его любимый фильм. И один из моих любимых, конечно. А с Готаром это было очень интересно, очень сложно тоже, потому что до съемок мы очень сильно дружили. Но я писала про это длинная история. Он предложил мне фильм, чтобы продюсеры отказались, потому что это я была слишком дорогая актриса, так что он смог тогда взять на роль свою любимую женщину, Анна Карина, и, к счастью, они снимались и сделали замечательные фильмы. И мы потом снова встретились, но 10 или 15 лет спустя. И он мне предложил эту замечательную историю. Кстати, это была другая история. Это была классика. Он мне предложил классику. А потом я ему предложила статью про эти женщины, которые занимаются проституцией в «Dans les grands ensembles». И, в общем, мы сняли этот замечательный, прекрасный фильм «Deux ou trois choses que je sais d'elle». Вот. Так что, конечно, эти три фильма, может быть, самые разные тоже в смысле работы моей. И это интересно, но их так много, что можно всю ночь рассказывать. C'est très long de traduire tout ça. Ça va, ça va. Ça va aller, hein? C'est toi, Илья. Alors, toi, Илья. Начинай, потом я продолжу. Да, давай, давай. Ты до полулу, Mit Marco Ferreri hat mich eine echte Komplizenschaft verbunden, wobei man ja sagen muss, dass ich insgesamt in über 80 Filmen mitgespielt habe, ebenso im Fernsehen, und am allerliebsten spielte ich im Theater. Und diese drei Regisseure, nach denen ich gefragt wurde, waren mir die Liebsten, obwohl ich eben mit vielen anderen gearbeitet habe. Orson Welles hat mich sozusagen mit 13 probieren wollen, aber und hat mir eine Hauptrolle angeboten, aber damals gab es kein Geld für diesen Film und deswegen kam er nicht zustande.
Aber er erinnerte sich später an mich, als ich 20 Jahre alt war und hat mir eben eine Rolle angeboten in Falstaff, einen Film, wo er mir noch kurz vor seinem Tod sagte, dass es sein Lieblingsfilm war und ist auch einer meiner Lieblingsfilme wurde. Ja, und die Zusammenarbeit mit Jean-Luc Godard, das war auch eine große Freundschaft vor, also sozusagen vor der Zusammenarbeit. Und sie hat es auch in ihren Memoiren, ich habe es auch in meinen Memoiren geschrieben, es gibt die Geschichte, dass Godard mich engagieren wollte für Une Femme est une Femme, um die Produzenten sozusagen davon zu überzeugen, ihm Geld zu geben. Aber da ich zu der Zeit ein sehr teurer Star war, war es letztlich so, dass er so fingiert hat, damit er letztlich doch mit Anna Karina drehen konnte, was er auch getan hat, und das ist auch gut, weil es ist dann ein toller Film geworden, eine große Zusammenarbeit zwischen Godard und Anna Karina. Ja, und dann einige Zeit später, also 67, kam er auf mich zu, weil er eigentlich eine Klassiker-Adaption drehen wollte, und dann haben wir uns über diesen Film unterhalten. Und ja, also er wollte Balzac verfilmen, und dann hatten wir uns unterhalten, und ich habe in der Zeit einen Artikel gelesen über sozusagen Ehefrauen, die sich in den Quartier Villeneuve, also in Neubauvierteln in Paris, prostituieren, um Geld zu verdienen. Und daraus ist dann eben der Film entstanden, Deux, Trois Choses que je sais d'elle, also zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiß. Und diese drei Filme, und noch kurz ergänzend, also sozusagen für mich ist das Theater die eigentlich große Liebe, also mehr als das Kino, aber nichtsdestotrotz, das sind die drei Filme, die mir sehr wichtig sind, und sie sind eigentlich sehr unterschiedliche Filme, also die drei Filme könnten nicht unterschiedlicher sein, aber alle zusammen sind eben das, was, ja, und man könnte auch noch über viel mehr Filme reden, aber das würde dann die ganze Nacht dauern. Donc vous pouvez aussi lire mon livre de souvenirs sur le cinéma et le théâtre. C'est quand même l'histoire du tout le cinéma du XXe siècle, pratiquement, puisque j'ai tourné de 48 à maintenant, quoi. Ça c'est un beau point. Ja, also Sie könnten auch meine Memoiren lesen. Malheureusement, ils sont pas encore traduits en allemand, mais peut-être un jour. Also Sie könnten theoretisch auch meine Memoiren lesen. Die sind die Memoiren von Marina Vladi über ihre Kinokarriere. 24 Images Sekunde, also 24 Bilder Sekunde, sind noch nicht ins Deutsche übersetzt, ins Englische glaube ich auch nicht. Aber darin beschreibt sie sozusagen ihre ganze Karriere, und es ist quasi eine Geschichte des Kinos des 20. Jahrhunderts. Und es ist auch ein guter Punkt, weil ich noch kurz darauf hinweisen möchte, dass wir im Vorfeld das Kapitel übersetzt haben, was Marina Vladi über Marco Ferreri geschrieben hat, ins Deutsche, damit sie zumindest das lesen können. Das geben wir dann nach dem Film, würden wir es umsonst an sie verteilen. Wir haben genug Exemplare, glaube ich. Es sind vier Seiten, wo man noch sehr viel lesen kann, was Marina Vladi über Marco Ferreri schreibt. Je crois que le seul livre de mes livres traduit, c'est le premier, c'est-à-dire Vladimir Ulvo Larete. Ah oui? Ah bon? Ah, je savais pas. Aber es gibt zwei Bücher, die ins Deutsche übersetzt worden sind, nämlich ihre Erinnerung an Wladimir Wysotsky. Also auf Deutsch heißt es Eine Liebe zwischen zwei Welten, auf Französisch Vladimir Ulle Wolle Arrêté, aber auch ins Deutsche übersetzt ist Der Sammler von Venedig. Also zwei Bücher von ihr sind ins Deutsche übersetzt. Peut-être aussi une autre question à propos du Aparigina. Quand vous avez tourné l'Aparigina, vous avez 25 ans. Le rôle démonte beaucoup, change pendant tout le film, vous entrez la scène comme chaste élève d'une religieuse, deviennent chaste, mais on sent dans les regards qu'elles échangent qu'elles ne sont pas si chastes que ça. Elle est vierge, mais pas chaste. Hein? Oui. Oui. Mais bon, elle devient une épouse séductive, puis une femme enceinte avec des qualités maternelles, on pourrait dire, et finalement une reine des abeilles. Avec un regard énigmatique, comment vous avez élaboré ce rôle? Bon, je vais traduire. Also die Frage ist, als Sie Aparigina gedreht haben, waren Sie 25 Jahre alt. Die Rolle verlangt viel, also Sie verändern sich sehr im Laufe des Films. Sie betreten den Film als eine nicht züchtige, aber jungfräuliche eine Frau, die von einer Nonne erzogen worden ist, werden dann zu einer verführerischen Ehefrau, dann zu einer mütterlichen Schwangeren und letztlich zur Bienenkönigin mit enigmatischem Blick. Wie haben Sie diese Rolle erarbeitet? Alors d'abord, il faut dire que premièrement, j'étais déjà une actrice accomplie. Je tournais depuis très longtemps. Deuxièmement, j'étais une femme accomplie. J'étais à mon deuxième mariage. J'avais déjà deux enfants.
Et puis j'ai eu la chance d'avoir un scénario avec un texte et des situations extraordinaires à jouer. Je peux pas dire qu'on ait travaillé comme on peut travailler au théâtre avec Marco Ferreri. On n'a pas répété du tout. C'était très improvisé, pas dans le texte, hein, parce qu'on avait un très bon dialoguiste, mais c'était assez improvisé dans les regards, dans les manières. D'ailleurs, ça se voit, parce qu'on a une complicité avec Toniazzi qui est formidable. C'était un tournage très agréable et très... Je dirais pas facile, parce que c'était pas facile, c'était très long. Hein. On a tourné pendant, je sais pas combien, 4 mois, je crois, ou quelque chose comme ça. Ah, il me semble, oui. Mais c'était pas du tout un travail de comment dirais-je, de composition. On a joué ça très naturellement, en fait. Et comme j'étais quand même déjà une mère et une femme, et bon, et j'ai pas eu à puiser très loin pour trouver tout ça. Bon, peut-être que tout le côté un peu pervers, justement, j'ai dû le trouver parce que je ne le suis pas du tout. Mais Marco a su trouver l'éclairage, la manière de me filmer aussi. Puis cette espèce de côté où elle se referme comme ça, c'est lui qui l'a demandé, bien sûr. Je n'ai pas inventé ces changements de mimique. Ça, c'était lui, quoi. Ouais. Ja, ich war zu der Zeit, als der Film gedreht worden ist, schon eine, sagen, vervollkommende Schauspielerin, aber auch eine vervollkommende Frau, denn ich hatte schon 2 Kinder und war zum 2. Mal verheiratet. Und es, ja, und natürlich, was auch das Einfügen in die Rolle leicht gemacht hat, war, dass das Drehbuch ausgezeichnet geschrieben war. Der Text war außergewöhnlich gut. Bei den Dreharbeiten die Dreharbeiten waren sehr frei. Wir haben überhaupt nicht wiederholt, wir haben überhaupt nicht keine Proben gemacht. Es war viel improvisiert, nicht im Text improvisiert. Der Text war so, wie er war, aber viel improvisiert in den Blicken, in den Bewegungen innerhalb der Szenen. Es war eine sehr angenehme Dreharbeit, keine einfache, weil sie sehr lang war. Sie hat 3 Monate ungefähr gedauert. Also ungefähr 3 Monate, aber es war eine sehr natürliche Dreharbeit, also man eben auch durch die Komplizenschaft mit Ugo Toniazzi war es sehr Natürliches und ja, und ich musste eben, weil ich diese Erfahrungen hatte schon im Privatleben wie auch als Schauspielerin nicht weit gehen und vielleicht nur in der perversen Seite, denn ich bin nicht pervers von sagen an sich, aber ja, aber es war natürlich dann eben auch etwas, was Marco Ferreri aus mir herausgeholt hat und was er mit der Lichtsetzung und was er mit den Aufnahmen, also eben wie diesen ikonischen Blick am Ende, was er dann durch seine Technik herausgeholt hat. Non, il ajoute que comme tous les grands metteurs en scène, il sait sortir de l'être qui est devant lui, l'acteur, tout le côté même sombre que nous ignorons nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il a réussi à me faire sortir de moi-même certainement ce qui était mon côté pervers justement, mais que je ne connaissais pas. Ja, und wie alle großen Regisseure hat Marco Ferreri auch etwas beherrscht, nämlich etwas aus mir rauszuholen, wovon ich selbst gar nicht ahnte, dass es in mir angelegt war. Also eben etwas wie diese perverse Seite der Figur, das ist etwas, was er als großer Regisseur eben ja, zutage fördern konnte. Cela dit, je peux ajouter une petite anecdote, c'est que j'ai tourné, j'avais 13 ans, ou 13 ans et demi, peut-être 14. J'ai joué avec Monicelli, un sketch, dans un film à sketch. Et je jouais une petite pute qui est dans son lit en train de manger des chocolats avec un petit chien avec qui elle joue et qui parle avec son vieil amant qu'elle rend un petit peu folle comme ça. Je comprenais rien de ce que je disais parce que c'était complètement des mots et des situations inconnues pour moi puisque j'étais une jeune fille, petite fille. Eh bien, je l'ai joué et quand on regarde ça, c'est assez étrange quand même parce que c'est vraiment très, très pervers alors qu'en fait... Je ne faisais que ce que Monicelli me demandait de faire et de rire à un moment donné, de donner un petit chocolat à mon chien. Enfin, je ne me souviens plus exactement des détails. Mais, donc on peut faire à un acteur beaucoup de choses quand on est capable justement de sortir de lui quelque chose de particulier. Noch eine kleine Anekdote, als ich 13 Jahre war, 13, 14 Jahre, habe ich einen Film mit Mario Monicelli gedreht, innerhalb eines Films einen Sketch und dort spiele ich eine junge kleine Hure, die im Bett liegt, die Schokolade isst, mit ihrem kleinen Hund spielt und die telefoniert mit ihrem alten, älteren Liebhaber. Und ja, und es war eine Rolle, die mir völlig fremd war, natürlich in dem Alter, aber ich habe das gespielt und das
scheint auch funktioniert zu haben. Es war halt eben auch bei Monicelli etwas, was er wiederum dann auch beherrscht hat, nämlich dann in diesem Alter, diesem meinem Alter, sowas dann aus mir hervorzuholen. Во время показа вы сказали, что были вырезаны некоторые сцены. Не могли бы вам рассказать, какие сцены были вырезаны из фильма или чего? Нет, они не вырезаны. А, да, спасибо. Während des Screenings hatte sie uns kurz gesagt, dass einige der Szenen herausgeschnitten waren und ich habe jetzt gefragt, welche Szenen das waren, welche gekürzt wurden. Non, c'est pas coupé, hein. C'est simplement que les fins de scène, dans presque toutes les fins de scène, ont été juste coupées avant que la scène ne se termine. Parce que moi, je me souviens de toutes les scènes. C'est, j'ai une mémoire visuelle et une mémoire, comment dirais-je, charnelle. Je me souviens très bien des gestes et tout ça. Donc, c'était pas coupé dans le sens, on n'a pas coupé des scènes. Ça va ? On n'a pas coupé des scènes, mais si vous voulez, là, on sent qu'il y a eu une petite coupure de censure, certainement, avant le moment où il m'attrape, par exemple, un sein ou je ne sais pas, des trucs comme ça. Vous voyez ? Mais c'est juste avant la fin de la scène. Sorry, auf Französisch gerne. Anna, nicht Penelan, ja, bitte. Ja, also es ist nicht direkt so, dass Szenen rausgeschnitten worden sind, aber ich erinnere mich noch an die Szenen, die wir gedreht haben und bei einigen Sachen wurde dann einfach wahrscheinlich im Schnitt etwas rausgenommen, dann gerade vor den zum Ende einer Szene. Ja, also genau im letzten Moment wird dann sozusagen abgeblendet oder weggeschnitten. Also es ist jetzt aber, also es gibt La scène où probablement la censure a coupé quelque chose, c'est quelle scène? Parce que c'est juste le moment, je sais pas, quand il va m'attraper par exemple, la poitrine, tu vois. Juste avant, c'est juste avant la fin de la scène, parce qu'on n'allait pas plus loin. Oui. Mais si tu veux, il y a un tout petit bout qui manque. Non, mais les gens, c'est à toi que j'ai dit. Ja, also genau, es gibt halt an manchen Szenen, wenn er versucht, an meine Brust zu fassen, dann habe ich schon das Gefühl, dass vielleicht auch von der Zensur etwas rausgeschnitten sein könnte. Еще тоже короткий вопрос. В ваших мемуарах у вас есть маленькая короткая сцена, где вы описываете вашу встречу с Рафаэлем Аскона. В нашей программе почти больше половины фильмов показаны те, которые были сделаны вместе с сценарием с Асконом. И просто было интересно представить, как эти Марко Ферри и Аскона вместе работали. Переведу вопрос. Die Frage war, in ihren Memoiren gibt es eine kurze Passage, in der sie darüber, über ihre späteren Begegnungen auch mit Rafael Azcuna schreibt. Und die Frage war, wie man sich die Zusammenarbeit zwischen Ferretti und Azcuna vorstellen kann. Ce qui est intéressant pour moi, par exemple, par rapport à Azcuna, c'est que je suis... En russe? Ah, non. Почему никто не понимает по-французски? Тут? Bon. Вы немножко по-французски поговорили. Пусть. Ну, хорошо, хорошо. Да, значит, интересно, что со Сконой я стала дружить в конце, почти в конце фильма, потому что он очень странный человек, очень такой секретный человек, и я с ним общалась очень долго после конца фильма. То есть я ехала в Испанию с ним встречаться, он приезжал в Париж. У нас была такая дружба, очень ночная дружба это называется. Мы встречались в барах, в таких местах очень... Он был очень странный человек. Я даже не знаю, если он жив еще, между прочим. Он тоже умер. В 2008 году. А? В 2008 году, да, но я его уже давно не видела. Ну, мы так дружили несколько лет, очень... Странная дружба такая. Но то, что как он работал с Марко, я не знаю, потому что они очень секретные люди в этом смысле. Они имели... Это не было такая, как были, например, ну, не знаю, Джузеппе де Сантис, который работал с... У него было 5-6... вокруг него людей, которые с ним работали. Пазолини с ним работал. Ну, масса знаменитых людей, которые писали с ним. Понимаешь, как делали итальянцы, они очень много работали вместе. А с ним, я не знаю, с Рафаэлем это было совсем другое общение. Пазолини, Джузеппе де Сантис, потому что я их все знал в этот момент.
Mit Askuna habe ich mich ganz am Ende des Films angefreundet und das war ein verschlossener, geheimnisvoller Mensch und eben nach dem Ende des Films hat uns danach noch eine ganz seltsame Freundschaft verbunden. Wir haben uns meist des Nachts in Bars und solchen Orten getroffen. Und waren eben danach befreundet. Was die Zusammenarbeit mit Feride angeht, kann ich eben auch nicht viel dazu sagen. Waren beide sehr verschlossene Menschen und das war jetzt nicht wie jetzt im Falle von Giuseppe De Santis, der in dessen Umgebung immer mehrere Leute, die 6 Personen waren, sondern zwischen den beiden war das eben so, dass man dann nicht mitbekommen hat, wie die beiden zusammengearbeitet haben. Ну, если можно еще один вопрос впоследствии, вы тем не менее пишете в ваших мемуарах, что вы присутствовали при дискуссии между, так сказать, ко-сценаристами Феррери, которые проходили либо на пляже, либо в барах, где, так сказать, сценаристы сидели вместе и обсуждали. Ну, это тоже происходило при этом фильме? Или при... Потому что в этом фильме тоже участвовал Паскуале Феста Кампаниле, которая сравнительно... Ja, also die Frage war sozusagen, dass bei dem Film hat ja auch dann eben unter anderem Pasquale Feste Campanile am Drehbuch mitgearbeitet und sie schreibt in ihren Memoiren, dass... Ну, может быть, я с ними обедала и ужинала, и может быть, но я не помню, это не была такая рабочая атмосфера между ними, со мной, передо мной, в общем. Просто довольно смешно описывать эти ситуации, как они обсуждали, как они вдруг вспыльчивались, как они ругали друг на друга. А, это с другими было. Ja, und sie beschreibt, das könnt ihr dann auch gleich lesen, wenn sie sich ein Blatt abholen, sie beschreibt, dass... Luciano Emer, ja, genau, und viele Autoren haben es dann so gehandhabt, dass sie mit ihren Drehbuchautoren sich in Bars getroffen haben, zum Teil am Strand und dann eben wild diskutiert haben und dann plötzlich inmitten dieser wilden Diskussion kam Idee, also sowas dann eben bei, nicht bei Ferreri, da war es nicht, oder jedenfalls, ich habe es nicht mitbekommen bei Ferreri, aber bei anderen, bei Luciano Emmer oder bei De Santis. Ich habe nicht assisté au début du travail, puisque j'ai été engagé quand le film était déjà écrit. Ja, und noch dazu war ich eben nicht von Beginn der Arbeit dabei, weil ich engagiert worden bin, als der Film ja schon geplant war. Ich habe schon eine Frage im Publikum. Genau, dann würden wir jetzt an Sie öffnen. Haben Sie Fragen? Wenn ja, dann bitte melden und ich komme vorbei. Und genau, Sie können auch gerne, also ich glaube, Sie können auch gerne auf Italienisch fragen, damit wir zumindest mal Italienisch hören. Buonasera. Ho due domande da farle. La prima, volevo sapere come le succede che arriva a lavorare in Italia nel 64. Perché in effetti, da come capisco... Ho cominciato in Italia. In questo film lei parla già l'italiano, è la sua voce. Sì, no, non è la mia voce. Nur ganz kurz, also die Frage war auf Deutsch, sagen, wie sie dazu kam. Ja, wie kam es überhaupt, ja. Ich denke mir, 64, also in diesen Jahren, das ist heute noch sehr schwierig, dass Schauspielern zwischen den Ländern einfach mal arbeiten, ne, wegen der Sprache. Da fragte ich einfach. Ma io ho cominciato in Italia, ho fatto il primo film a 10 anni in Italia, ho fatto un film 6 mesi a Roma e ho cominciato a parlare italiano subito, naturalmente come piccola bambina, 10 anni. E poi ho fatto il terzo film ancora in Italia, a 13 anni, e sono rimasta lì, ho fatto una decina di film in Italia, prima di venire in Francia, e di diventare un'attrice francese, infatti. Ma nel film di Marco Ferreri parlo italiano, naturalmente, ma questo si vede. Solo che non è la mia voce. Perché nessuna attrice italiana di quell'epoca non era in diretta, era sempre doppiata. Tutte le attrici erano doppiate. Qualcheduna si doppiava se stessa, ma non tutte. Ja, also ich habe meinen ersten Film in Italien gedreht, als ich 10 Jahre alt war. Also so gesehen, ich war in Italien schon
also ich habe in Italien gedreht, bevor ich überhaupt in Frankreich im Kino gedreht habe. Und eben den ersten Film mit 10 Jahren, dann 13 Jahren und habe ungefähr 10, 12 Filme gespielt in der Zeit, bevor ich eben dann nach Frankreich zurückging als Schauspielerin. Und ja, in dem Film, also bei den Dreharbeiten, habe ich natürlich Italienisch gesprochen, weil ich Italienisch damals schon konnte, aber wie eigentlich fast alle Schauspieler oder alle Schauspielerinnen dieser Zeit, Schauspielerinnen dieser Zeit, habe ich mich nicht selbst synchronisiert, sondern eine Schauspielerin hat mich im Film synchronisiert. Also es gab wenige Schauspielerinnen, die sich dann selbst synchronisiert haben, aber ich habe mich nicht selbst in diesem Film synchronisiert. Qui a provoqué un scandale à Cannes. Was einen Skandal in Cannes provoziert hat. Parce que j'ai reçu la Palme d'Or pour la meilleure actrice du festival de 1963. Et ça a fait un petit scandale parce que tout le monde a dit, mais elle est doublée dans le film, on ne peut pas donner un prix d'interprétation à une actrice doublée. Et les autres, la moitié de la salle disait ça, et l'autre moitié disait, mais écoutez, c'est une actrice très connue française, on la connaît, elle a fait déjà 20 films, je ne sais pas, 30 films. Il n'y a aucun problème et j'ai reçu la Palme. Mais ça a été quand même un gros scandale, l'histoire du doublage. Ja, und es gab auch einen großen Skandal in diesem Zusammenhang, weil ich 63 bei den Festspielen in Cannes die Auszeichnung als beste Schauspielerin für diesen Film bekommen habe. Und es hat einen großen Skandal verursacht, weil einige Leute gesagt haben, es kann ja nicht sein, dass eine Schauspielerin den Preis bekommt, obwohl sie synchronisiert worden ist. Aber es gab dann wiederum auch andere, die gesagt haben, naja, man weiß ja, was ich schon gedreht habe und dass ich auch Italienisch kann und das ist dann trotzdem. Und zwar hat für Aussehen gesorgt, aber eigentlich ja absurd, weil natürlich viele Schauspielerinnen der Zeit synchronisiert worden sind. Ja, und die zweite Frage, die ich hatte, ja. La seconda domanda che avevo riguarda proprio questo film. E mi piacerebbe sentire il suo parere, perché la figura dell'uomo è molto ambivalente. È un uomo debole, non si sa se è ammalato o se è semplicemente un uomo debole, nel senso che questa figura del macho, dell'uomo che deve avere un sacco di donne, poi alla fine insomma è un uomo con dei problemi, cioè probabilmente qual è la anche sua domanda? Perché una forte depressione. E così ho visto il film. La mia domanda a lei è, ma in questa famiglia ammazzate gli uomini è un crimine? Chiedo, no? Sembra, no? Che sia una famiglia di uomini morti. Genau, vielleicht noch kurz die Frage, sagen die Frage war, dass Ugo Tognazzi einen Macho spielt, eben viele Frauen hat und der dann aber von dieser Familie vereinnahmt wird und dass er eigentlich eine Familie sozusagen von Verbrechern ist, weil... Ja, das ist so ein dieser Mann in dem Film ist sehr ambivalent dargestellt, dass man die ganze Zeit denkt, das sei ein schwacher Mann, ein Mann, der einfach mal also dieses Macho-Turm einfach nicht aufrechterhalten kann. Also er bricht drunter, ne? Er selber wird wahrscheinlich nervenkrank, dachte ich mir. Aber ich frage mich, weil die Familie einfach mal keine Männer hat, also fast alle sind Witwen oder... Ich frage sie, ob sie ihn umbringt, also in dem Sinne, dass das ein Krimi ist. Mais non, pas du tout. C'est un homme qu'elle épuise, tout simplement. C'est ça le thème du film, hein, Peregina, ça veut dire quoi? Elle se fait, finalement, elle a l'enfant qu'elle désire et elle jette le mâle comme les abeilles jettent le bourdon. Le titre du film est explicatif quand même. Ja, also sagen Sie, nein, sie tötet ihn nicht, sondern sie erschöpft ihn. Kann man sagen. Und ja, in der Hinsicht ist der Film, Titel des Films, Aperegina, auch sehr selbsterklärend, weil sie sozusagen wie eine Bienenkönigin eben den Mann, den sie benutzt, sozusagen wegwirft, aber jetzt nicht im Gestus des Tötens, sondern sich einfach seiner entledigt, wie man sich etwas entledigt, was man nicht mehr braucht. Et puis elle prend le pouvoir de la boîte aussi, elle devient la patronne. Non seulement elle fait un gosse, mais elle devient la patronne aussi. Mais les autres hommes existent. Il y en a un qui est un moine, l'autre qui est un crétin. Bon, ça c'est Ferreri, hein, qui a une vision de l'humanité qui est très particulière. Ja, und genau, nicht nur, dass sie sich seiner entledigt, sie übernimmt ja auch sein Geschäft und sie wird sozusagen zur Herrin des Geschäftes. Und aber es gibt ja auch andere Männer, es werden ja nicht alle Männer entledigt, es gibt eben den Pate und den Bruder und sozusagen, also in der Hinsicht geht es nicht, genau, auch wenn der Bruder ein Kretin ist, aber ja, aber sozusagen, es ist halt eben die eigene Sicht von Marco Ferreri auf sozusagen die Menschlichkeit, auf die Menschheit in dem Sinne, wie er das darstellt. Ja, noch weitere Fragen? Patrick, kannst du?
Целый список есть вопросов, которые бы хотелось задать, но... Или кто-то еще хочет спросить? Вы воспитывались в очень благородной семье, если я не ошибаюсь, вас дедушка был генералом царской армии. Ваша мама воспитывалась в институте, Смольном институте благородных девиц, что на данный момент, на тот момент была самая благородная школа и царской России. Абсолютно, да. Вопрос заключается в том, как вас воспитывали, на каких принципах и как это сказалось в вашей дальнейшей жизни? Also die, sagen, die Frage ist, die, Sie kommen aus einer sagen, sehr einer großen Familie, einer ehrbaren Familie. Ihr Großvater war General, General, oder? Großvater war General und ihr Бабушка воспитывалась Смольным. Нет, бабушка моя была Смоленка, да. Смоленка. Genau, Смолянка. Ja, und meine Großmutter war im Smolner Institut erzogen, also einer berühmten Mädchenschule. Und die Frage ist, sozusagen, wie wurden sie erzogen? Was waren sozusagen die Leitfäden bei der Erziehung? Значит, со стороны матери, она, да, иммигрантка белая. Она уезжала в 19-м году из России после гражданской войны, которую она провела с матерью и с сестрами в полном ужасе этой войны. Ну, я написала целую книгу про это, между прочим. «Мой вишневый сад», который тоже переведен на русский язык, между прочим. А со стороны отца это был совершенно другой человек. Он улетел из России, уехал из России улетать во Францию, чтобы быть пилотом во время войны в 15-м году. Так что он уехал до революции, он был левых взглядах. И он приехал, прилетел бороться против Германии, между прочим, за свободу, равенство и братство. Так что я была воспитана, с одной стороны, матерью, которая была верующая и очень такая, ну, дама, прелестная дама. А с той стороны мой отец был совершенный, ну, можно сказать, анархист, в общем. Так что я была воспитана отцом как мужик. Я очень мужская женщина, в общем. Из-за того, что мой отец хотел иметь сына, и я родилась, но я была девочкой. Но он воспитывал меня как мужчина, я с ним была все время как мальчик. Так что вот мое воспитание. Ja, also genau. Also eine sehr reiche Erziehung habe ich genossen von Seiten der Mutter. Meine Mutter war eine Immigrantin von Seiten der, also sozusagen von quasi der weißen Seite, die dann nach Frankreich kam. Ich habe darüber ein ganzes Buch geschrieben, mein Kirschgarten, das ins Russische übersetzt ist. Von Seiten des Vaters, mein Vater war Pilot, also nicht nur, aber auch Pilot und ist dann von Russland nach Frankreich geflogen, um dort gegen die Deutschen zu kämpfen. Und ja, und hat dann eben auch dort gekämpft, sozusagen für das Gute, für das Gerechte. Und so gesehen von Seiten der Mutter, war das eher eine gläubige Erziehung und die Mutter war eine Dame, während der Vater sozusagen ein Anarchist war, kann man sagen. Und ich bin aber seitens des Vaters, mein Vater wollte eigentlich einen Jungen haben, dann kam aber ich und war ein Mädchen und so gesehen hat mein Vater dann aber mich jungenhaft erzogen und ja, das ist dann so eine reiche Erziehung genossen. Ja, okay, dann komme ich zu Ihnen. Начало вашего творчества приходилось на те годы, когда был, по моему мнению, расцвет итальянского и французского кино. И чем, по вашему мнению, это было обусловлено, и как вы можете сравнить сегодняшнюю ситуацию во французском и итальянском кино? Вы знаете, я не критик, мне очень сложно про это говорить, потому что я даже не вижу все фильмы теперь. Я смотрю больше всего старинные, старые фильмы.
правда, в то, все, в те годы, когда я начинала работать, это был самый момент итальянского кино, конечно. И я имела большую честь работать и даже встречаться с людьми, как Антониони или Пазолини, или все эти люди, которые были все вместе в Риме и все вместе работали, в общем. Но то, что делается теперь, я очень мало знаю. Я не могу отвечать на такой вопрос. Die Frage war, dass sie ja ihre Karriere in der Blüte des italienischen Kinos in Italien angefangen hat und ob sie einen Unterschied sieht zwischen dem Kino in Italien damals und heute. Und die Antwort lautete, dass sie hauptsächlich historische Filme heute schaut und sich eben gar nicht mit dem aktuellen Kino in dieser Form auskennt. Aber natürlich damals war es in der Tat die absolute Blüte des italienischen Kinos und Regisseure wie Antonioni und Pasolini waren alle gleichzeitig in Rom und sie hatte eben die Gelegenheit und die Ehre, mit all diesen Regisseuren zu arbeiten, aber eben einen aktuellen Vergleich kann sie nicht machen. Да, я хотел продолжить тему воспитания. У меня три дочки, и мне кажется, что им очень повезло, что они родились в наше время, а не 50 лет назад. И вот даже в этом фильме, который мы смотрели, он очень прогрессивный для своего времени, но даже там проскальзывает вот такой момент, ну, например, когда хоронят его мать, и ему говорят, что это большая честь для нее, что она похоронена будет здесь, где до сих пор хоронили одних мужчин. И я не знаю, то есть мне кажется, что вот что девушки, женщины, которые растут в наше время, что они все-таки гораздо, у них гораздо больше возможностей, они счастливее. Но я очень часто слышу противоположные мнения. И мне интересно, как вы думаете, женщины сегодня счастливее, чем женщины 50 лет назад? Die Frage ist, ich habe selbst drei Töchter und bin froh, dass sie heute und nicht vor 50 Jahren geboren sind. Der Film ist für seine Zeit recht progressiv. Man sieht zum Beispiel die Szene in dem, am Grabmal, wo eben die Frau, die begraben ist, die erste ist zwischen den Männern, die eben da begraben werden darf. Und dennoch bin ich froh, dass sie eben heute geboren sind. Und die Frage ist, dass man aber eben auch heute davon spricht, dass man mit der Emanzipation noch nicht so weit ist und was sie davon halten werden. Я хочу вам сказать, что если ваши девочки сейчас живут лучше, может быть, чем мы жили в послевоенные годы, потому что я родилась в 38-м, так что я видела войну, я жила в войну и так далее. Но это потому, что мы вели большие борьбы, чтобы свобода женщин существовала, и чтобы мы могли жить, именно ваши девочки, теперь жить по-другому. Но мы жили момент тоже, который был уникальный, потому что это была полная работа, это было в момент, где мы дали возможность нашей борьбой свободы женщин, аборта, свободы контрацепцион, как по-русски. А? Предохранение, в общем. И до l'apparition du sida, je sais pas comment le dire en russe. Да, до появления СПИДа. Так что у нас была вот эта жизнь свободная, и сексуальная жизнь, и работа была намного легче, чем теперь. Теперь все это очень сложно именно для ваших девочек, потому что найти хорошую работу и остаться в хорошей работе – это редкость. И с другой стороны, все наши борьбы, наши победы, они теперь в многих странах снова я теряю свой язык. Да, c'est en régression. Но tout ce que nous avons réussi à obtenir, c'est en train d'être grignoté dans certains pays. Я не знаю тут, но я думаю, что нет.
Так что вот. Ja, also als Antwort, wenn es ihren Töchtern heute besser geht, wenn sie sozusagen besser leben können als wir damals, dann hat es auch eben damit zu tun, dass wir einen großen Kampf geführt haben. Ich bin 1938 geboren, ich habe entsprechend die Zeit nach dem Krieg und den Krieg miterlebt und viel gesehen. Und ja, wir haben eben große Kämpfe geführt dafür, dass es eben anders werden kann, aber wir haben auch eine besondere Zeit gelebt. Wir haben eine Zeit gelebt von sozusagen ja, großer Freiheit, von großer sexueller Freiheit auch, von vielen, vielen Freiheiten, die wir hatten, und wir hatten eben auch viele Möglichkeiten und ja, und haben eben dann Kämpfe geführt für das Recht von Frauen auf Verhütung, für die Frauenrechte allgemein. Und es war eben aber auch zugleich die Zeit zum Beispiel vor der ja, kann man, Entdeckung des AIDS-Syndroms. Also es war eine Zeit voller Kämpfe, aber auch voller Freiheiten. Und ich habe das Gefühl, dass es heute im Bereich dieser Frauenrechte zum Beispiel auch in einigen Ländern jedenfalls Rückschritte gibt. Und das heißt, dass ja, der Kampf sozusagen weitergeht. Последний вопрос. Да, конечно. Влади, это ваш псевдоним, да? Вашего отца звали Владимир, да? Нет? Владимир, а какая ваша фамилия, девичья? А Полякова, извините, пожалуйста. Как это? Вот так, я? Так? Это моя жизнь. Будет ли печататься на русском языке интервью? И в каких газетах, или где? Я не знаю, этого пока еще не можем. Пока мы не знаем, нет. Bon, il y a encore des questions, mais, also ich glaube, das Problem ist auch, dass wir jetzt ein nächstes Screening haben. Ich kann vielleicht vorschlagen, dass wir vielleicht dann die Fragen nach draußen verlagern, weil wir müssen leider auch anfangen. Und ich glaube, es gibt wirklich auch sehr viele Fragen, und wir wissen, dass wir natürlich eigentlich auch einen ganzen Abend hätten. Aber wie gesagt, ich möchte nur sagen, wir können uns auch noch draußen unterhalten. Und wir würgen ungern Fragen ab, aber wir müssen wahrscheinlich jetzt leider weitermachen. Aber insofern möchte ich Sie noch bitten, einfach noch hier zu bleiben und noch mit Marina Vladi zu sprechen. Und wie gesagt, wir können die Frage noch draußen stellen. Und ich möchte an dieser Stelle ja nochmals sehr, sehr herzlich Ihnen danken. Marina Vladi, merci beaucoup.